Ohne Paris wäre Kaviar vielleicht das geblieben, was er einmal war. Ein billiges Nebenprodukt. Hier in der Rue de l'Université sollte sich das ändern. Hier wurde Kaviar Anfang des 20. Jahrhunderts zum Luxusprodukt. Heute ist Armin Petrosian Weltmarktführer im Kaviargeschäft. Er betreibt eine zweite Hauptzentrale in New York, Restaurants und Feinkostläden auf der ganzen Welt, beliefert Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe und Milliardäre mit den Störeiern. Und er gilt weltweit als der Kaviarpapst. Die armenischen Brüder Melkum und Mushech begannen ihre Erfolgsgeschichte mit importiertem Kaviar aus Russland. Ich bin fast mit Kaviar geboren. Meinen ersten Kaviar habe ich gegessen, als ich 3 Monate alt war. Auf diesem Foto hinter mir sehen Sie rechts meinen Onkel und links meinen Vater. Das sind die beiden Gründer. 1920 gründeten sie dieses Unternehmen und damit den Mythos Kaviar in Europa. Das war sehr hart, denn anfangs waren die Leute nicht an den Geschmack des Kaviar gewöhnt. Kaviar ist ein recht strenges Produkt, das ist kein mildes Produkt. Ein Produkt, an das man sich erst mal gewöhnen muss. Dort, wo früher sein Vater und sein Onkel ihr Büro hatten, betreibt Armin Petrosian seit 1999 ein Gourmet-Restaurant. Bouguidia entwickelt hier neue Kaviar-Variationen. Die Tochter eines senegalesischen Arbeiters ist eine der wenigen Chefköchinnen Frankreichs. Armin Petrosian entdeckte ihr Talent und gab ihr vor 4 Jahren die Verantwortung über die Küche. Kaviar mochte sie anfangs nicht. Am Anfang nein, denn ich kannte ihn noch nicht. Also musste ich erstmal alle diese Geschmacksrichtungen lernen, die ich noch nicht kannte. Heute kombiniert Rougvidia feinen iranischen Ossietra-Kaviar mit panierten Eiern. Selbst vor rohem Tartarfleisch schreckt sie nicht zurück. Man muss solche Verbindungen wagen. Wir könnten unseren Gästen den Kaviar natürlich einfach so servieren. Aber mein Ziel ist es, mit Monsieur Petrosian Neues zu kreieren, Freude zu bereiten und Kaviar in seinen verschiedenen Formen zu entdecken. Um Kaviar richtig zu essen, braucht man ein Küchengerät, das wir als Palette bezeichnen. Es ist am Ende vergoldet. Das ist vergoldetes Silber. Vor allem darf es kein reines Silber sein, denn Silber ergibt eine chemische Reaktion mit dem Kaviar und das ist überhaupt nicht gut. Das gibt einen metallischen Geschmack im Mund. Eschpel ist der Name für den noch unbehandelten Kaviar. Innerhalb einer halben Stunde muss er verpackt sein. Den Rohkaviar schneiden die Experten in kleinere Stücke und reiben ihn durch ein Sieb. Häutchen und Schalen bleiben daran hängen. Der Experte spürt hierbei schon die Konsistenz des Kavias und begutachtet seinen Glanz. Nur im Iran wird der frisch gewonnene Kaviar klassifiziert. Ein Grund, warum der iranische Kaviar der teuerste ist. Die Fischeier lässt der Experte quellen und gibt schließlich Salz hinzu. Genau 44 Gramm pro Kilogramm Sevruga. Für die gleiche Menge Beluga müssten es 10 Gramm mehr sein. Dann wird der Kaviar in Dosen gefüllt, überschüssige Luft herausgepresst und nach spätestens einer halben Stunde ist der Kaviar fertig verpackt und wird nur noch mit einem Gummiband versiegelt. Im Pariser Labor von Petrosian kommen meist die traditionellen 1,8 Kilo Dosen an. Je nach Störart hat der Kaviar eine unterschiedliche Beschaffenheit.
Was Sie hier sehen, ist von derselben Fischart. Aber wir haben hier drei wirklich unterschiedliche Produkte. Das ist die Natur. Beluga aus dem Iran und aus Russland. Der optische Unterschied ist eindeutig. Aber von der Farbe allein lässt sich nicht auf die Qualität schließen. Der Kaviar arbeitet während des Transports in der Dose und verändert seine Charakteristik. Darum prüft ihn Petrosian und klassifiziert ihn neu. Den geprüften Kaviar lässt Petrosian in hauseigene Dosen umfüllen. Fertig für den Verkauf im eigenen Feinkostladen. Vielen Dank. Aber auch hier ändern sich die Zeiten. Selbst in diesem exklusiven Traditionshaus bringt nicht der iranische Wildkaviar den größten Umsatz ein. Sie haben hier drei verschiedene Wildkaviar-Sorten aus dem Iran. Den Beluga, den Ossietra und den Sevruga. Und hier haben Sie den Zuchtkaviar. Der Zuchtkaviar macht mehr als 50% des Umsatzes aus. Die Kunden sollen selbst wählen. Das ist der Beluga? Das ist der Beluga. Der Beluga ist der fetteste unter den Stören. Er ist sehr selten und damit auch der teuerste. Verglichen mit den persischen Wildsorten ist der Zuchtkaviar um ein Drittel billiger. Das ist Zuchtkaviar. Das schmeckt anders. Wirklich anders. Wenn man direkt vergleicht, sind das zwei verschiedene Sachen. Nein, hat nicht die gleiche Textur, nicht diese Feinheit. Das Problem ist, dass der Wildkaviar für den Markt heute unentbehrlich ist. Denn der Wildkaviar bestimmt den Preis. Der Preis des Zuchtkavias richtet sich nach dem Preis des Wildkaviars. Wenn der Wildkaviar dasteht, dann wird der Zuchtkaviar da sein. Aber wenn es keinen Wildkaviar mehr gibt, dann gibt es keinen Maßstab mehr. Das ist das Wichtigste, der Maßstab.